Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Thank you.
Das ist die Stadt, die wir vom Enos aus gesehen haben, Ikaros. Hier wollte ich schon immer mal hin. Ella. Ich muss mit ihm sprechen. Ich komme für das Pankration. Das muss ein Scherz sein. Uns fehlt nur noch ein Kämpfer, und zwar Testikles. Ihm geht es nicht gut. Er leidet unter dem Wetter. Ich nehme seinen Platz ein. Schon gut, schon gut. Spar dir das für den Kampf. Das kam noch nie vor. Doch die Menge würde toben, wenn das Pankration abgesagt wird. Nun gut. Die Wettkämpfe beginnen in Kürze. Also los.
Freude darf ich euch Kallias vorstellen. Ein ehemaliger Sieger in diesem Stadion. Und nun ein hochgeschätzter Kampfrichter hier in Olympia. Es ist mir eine Ehre, dieses Ereignis anzukündigen. Verschwenden wir keine Zeit. Das Pankration. Ich halte keine lange Rede, denn wir wollen alle einen Kampf sehen. Bei Zeus, lasst den Wettkampf beginnen. Hahaha, ich zerquetsch dich wie einen Käfer. Das ist gemein. Das tut weh. Auf einmal wirst du ganz kleinlaut, was? War das schon alles? Das war gerade erst der Anfang. Was? Nun, da unser Herausforderer aufgewärmt ist, wollen wir mal sehen, wie er sich gegen Erastos schlägt. Viel Glück. Nicht blinzeln. Nicht zu Sterne. Die Menge liebt dich, doch du bist noch nicht fertig. Nicht fertig? Ein schönes Opfer für die Götter. Meint ihr nicht auch? Schon bald kommen wir zu unserem letzten Wettkampf. Der mächtige Alexios gegen den amtierenden Meister, Dorieus. Erstaunlich! Bald könnte ich der Gefährte eines Olympiasiegers sein! Oh, du bist in besserer Verfassung, als ich es bin. Obwohl, wenn Sokrates ein bisschen gewillter wäre... Alcibiades, geht es dir gut? Ich war aus mit Demophanes und Kallias, den bekannten olympischen Kampfrichtern. Zu viel billiger Wein? Hast du aus Medeas Becher getrunken? Medeas Becher? Glaubst du, er wurde vergiftet? Du hast gefeiert? Wir sind in Olympia. Was soll ich sonst tun? Wir waren im Leonideion. Wenn du vergiftet wurdest, muss ich den Kampfrichter finden. Vergiftet? Meinst du, das wurden sie auch, oder? Nein, niemals. Es sind gute Männer. Du glaubst doch wohl nicht, dass einer von ihnen... Sie veranstalten bei allen Spielen ein Fest, um die heilige Waffenruhe zu feiern. Bleib bei ihm. Ich gehe der Sache auf den Grund. Reiche mir den Olivenzweig und ich nehme den ganzen Wald. Was?
Das Heiligtum von Olympia. Hier kämpfen die besten Athleten um Ruhm und Ehre. Das war definitiv Gift. Und Alkibiades war nicht das einzige Opfer. Das Essen riecht komisch, aber nicht verdorben. Das ist der Beweis. Gift. Jemand hat es ins Essen und den Wein gemischt. Ein Speiseplan für die Feier. Und der Name des Händlers. Statten wir diesem Priam einen Besuch ab. Und jetzt werden wir uns mal unterhalten. Bitte, bitte, ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Und jetzt tust du, was ich dir sage. Bitte, ich dachte, wir machen sie nur etwas langsamer, weißt du, damit sie verlieren. Ein paar Drachmen gewinnen. Mein Freund Alkibir, das könnte bereits tot sein. Und du redest von Drachmen? Der Goldjunge. Ich war dort. Er hat nicht viel genommen. Wenn du ihm das Gegengift verabreichst, überlebt er. Sag mir, wo es ist. Bestimmt findest du es bei der Festung Koroibos. Ein Mann von dort bezahlte mich. Such da. Ich kümmere mich um den Schuldigen. Geh, ich will dein Gesicht nie wiedersehen. Ja, hab Dank. Ella! Das muss das Gegengift sein.
Komm schon. Ich sollte möglichst ungesehen bleiben. Ich habe das Gegengift. Ach, mehr Wein bitte, um den Geschmack wegzuspülen. Hippokrates wäre beeindruckt. Ich spüre schon, wie meine Kräfte zurückkommen. Steht nicht noch ein letzter Kampf im Pankration aus? Gehen wir.